Ja, so, wir machen uns wieder auf den Weg, weiter hier mit Krieg in Darksiders. Und zwar müssen wir jetzt wieder ins Ascheland zurück, zum Stygian. Also da waren wir ja schon, den haben wir ja schon platt gemacht, den guten kleinen Stygi. Und da geht es, war irgendwo eine Seelenbrücke. Die hatten wir auch schon gesehen, glaube ich. Der sind wir schon begegnet. Da können wir jetzt mit Ruin, unserem treuen Pony, hier, treues Pony, weitergehen. Warte mal, ist das clever, jetzt mit Wulgrim dahin zu reisen? Hilft uns das? Wie kann ich, ich überlege gerade, ob das sinnvoll ist. Hinterm Ascheland. Leviathans Strömung. Ich nehme mal hier das Ascheland. Ich glaube, das ist clever. Ich glaube, damit können wir ganz gut dahin, wo wir hinwollen. Ja, so Krieg. Lauf! Und ich glaube, vom Ascheland, da war dann irgendwo die... wir haben die gesehen. Wir standen davor. Und ich dachte, habe schon gesagt, dass uns da vielleicht noch eine Fähigkeit fehlt, wie wir da rüberkommen. Und offensichtlich war dem auch so. Das ist richtig. Allerdings... weiß ich nicht mehr genau, wo das war. So. Ah, diese Schlangenlöcher sind so cool. Ich finde die so cool. Die sind der Hammer. So, Ascheland. Bravo, Reiter. Sogar die Asche des kriechenden Stygian liegt nun hinter dir. Kann dir überhaupt irgendwer etwas entgegensetzen? Achso, das hast du schon mal gesagt. So, Ascheland, war das jetzt richtig, dass wir jetzt hier rein müssen? Um den Ort zu finden? So, ich glaube, der Wurm ist weg, aber jetzt können wir hier nochmal gucken. Da ist noch eine Kiste. Ich glaube, die haben wir sogar damals schon gesehen. Hallo? So! Jawoll! So, dann haben wir jetzt noch die ganzen kleinen Vögelchen. Die wir nochmal immer kurz hier ein bisschen dezimieren. So, konzentriere mich da gerade so ein bisschen wieder. Deswegen hört das Reden dann einfach so mittendrin auf. So, damit haben wir das. Können wir da noch Pony rufen und hier nochmal rumlaufen. Allerdings glaube ich, dass wir hier doch erst nochmal... Ich will nochmal Karte gucken. Huch. Das hatte was mit den ganzen Türen hier zu tun. Und da ist, glaube ich, die Seelenbrücke. Kann das sein? So, können wir da denn jetzt auch einfach hinreiten von hier? Oder müssen wir jetzt hier oben erstmal wieder hoch? Ich dachte, wir können ja auch einfach durch die Asche reiten jetzt. Oder durch den... Staub und so. Die Würmer sind ja alle weg jetzt hier. Oh, warte mal, was ist hier denn noch? Ah, hier ist die Schlucht. Da ist die Seelenbrücke. Da ist die Seelenbrücke. Alles klar, dann müssen wir hier jetzt hoch. Warte mal gucken, können wir auf die andere Seite vielleicht? Oh, ungeahnte Möglichkeiten. Wir können jetzt hier auf einmal wahrscheinlich Sachen entdecken, die wir bisher noch nicht entdecken konnten. Da waren gerade... Da sind Reiter hinter uns her. So. Dann machen wir die mal kaputt. Ja, das ist natürlich schwer jetzt, dass wir uns hier gegenseitig treffen, ne? Aua, diese blauen Flammen, die hauen uns von unserem Pferd runter. Sind das miese Viecher? Sind das miese Typen? Ich muss mich hier gerade voll konzentrieren, ey. Um das hinzukriegen. Ich treffe die auch alle so schlecht die ganze Zeit. Ah, nein. So, Nummer 1.
Nummer 1 haben wir. Ah, shit. Powerhand. Ah, nein, da sind wir eben genau da reingeritten. Ah, wie doof. Nummer 2. Nummer 2 haben wir jetzt auch schon. So, was haben wir mit dir hier? So, Nummer 3. Und du bist Nummer 4. Jawoll. So, aber wo ich eigentlich hin wollte, war diese blauen Kristalle, die wir hier gesehen haben. Die habe ich hier vorhin da von hinten gespottet. Und da haben wir ja unseren netten Tremor-Handschuh. Rabotz. Und können hier einmal alles kaputt machen. Und finden einen Zornkern-Fragment-Truhe-Kiste. Ding. Ja, wundervoll. Damit können wir natürlich auch was anfangen. Und ja, hier können wir auch schon drin rum. Was haben wir denn noch? Da ist noch eine Kiste. Und hier geht's noch rein. Hier wären wir niemals hingekommen ohne Ruinen. Also es hätte niemals funktioniert. Aber was ist denn hier drin noch? Wo kommen wir denn hier jetzt hin? Warte mal, nee, hier waren wir doch. Das hier kommt mir bekannt vor. Ach, hier sind wir rausgekommen. Boah, ich hätte mich nur umdrehen müssen und hätte die Kiste gefunden. Hier waren wir dann unter Wasser. Unter dem Aschelandgebiet. Ah, okay. Okay. Da war das, ich glaube, da war auch das Artefakt, was wir bisher noch nicht gekriegt haben, ne? Was wir gesehen haben, aber nicht wussten, wie wir es bekommen. Da müssen wir da vielleicht doch noch mal wieder rein. So, können wir hier vielleicht irgendwie drauf dran springen? Nee, klappt. Warte mal, hier können wir auch noch irgendwie hin. Hier ist auch noch was. Hier ist auch noch was. Okay, da oben ist rote Kristalle. Da brauchen wir noch ein Bombengewächs für. Das haben wir noch nicht. Was ist hier unten? Auch roter Kristall. Und eine Fackel. Okay, wir müssen hier irgendwie ein Bombengewächs dran kriegen. Hier haben wir Fackeln. Aber wo ist denn ein Bombengewächs? Wo müssen wir das denn wohl herholen? Was ist das da oben denn? Da glitzert auch noch irgendwas. Oh je. Ich glaube, das können wir noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir den Bombengewächs herkriegen sollen. Boah, keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass wir es auf jeden Fall hier unten irgendwie dran klatschen müssen, damit wir es hier mit einer Fackel anmachen müssen. Also brauchen wir ein Bombengewächs, welches nicht von alleine brennt. Und das müssen wir hier irgendwie hin transportieren. Aber von wo denn? Ich kann mich an gar kein einziges Bombengewächs hier erinnern. Doch, hier in den Türmen waren, glaube ich, welche. Okay. Na gut, jetzt gehen wir erstmal zur Seelenbrücke, denn wir wollen Silita, wie sie, glaube ich, erst einmal besuchen. Zuallererst suchen wir einmal die Spinne. Und dann werden wir uns nochmal vielleicht nochmal in einer extra Folge am Ende dann später, oder wer weiß, was uns noch erwartet. Vielleicht werden wir auch noch gar nicht stark genug für den Endgegner. Wenn wir nicht noch die ein oder andere Sache lernen. So, da ist die Seelenbrücke. Okay, sie aktiviert sich. Offensichtlich. Und da müssen wir es, glaube ich, durchpreschen einfach, ne? Ist das richtig? Einfach voll Karacho durchballern mit Ruinen. So. Alter, wie geil. Ja, war richtig. Ich hab's gemacht. Ich weiß nicht, ob es auch vielleicht so geklappt hätte. Aber es erscheint mir sinnvoll. Okay, hier fangen wir mit Spinnenweben an. Wir sind auf dem Weg zu Selita, der Spinnenkönigin. Uiuiui. Es ist schon irgendwie gruselig, dass hier nichts ist. Es ist einfach nichts hier.
dass hier auch einfach keine Gegner rumlaufen, ne? Dass hier gar nichts ist. Bin sehr gespannt auf die nächsten Gegnertypen, die wir jetzt hier kriegen werden. Das werden ja wahrscheinlich irgendwie Spinnen sein oder so. Muss ja, ne? Sieht irgendwie, klingt ja logisch sonst. Alter. Wie lang? Wie weit ist denn das? Oh, oh, oh. Alter, das sind wir ja diese... Okay, wir wurden gefangen von den Spinnen. Eieiei. Okay. Also so sind wir jetzt hier auf jeden Fall hingekommen. Oh ne, da sollten wir nicht runterfallen. Da sind drei Truhen. Drei Truhen. Boah, erstmal hier die Karte verstehen. Hier ist auch was hinter. Ja, ich wusste es. So. Okay, also da hinten kommen wir noch nicht rüber. Da müssen wir erstmal hier drüber. Den Bus eingesponnen als Brücke ist ja krass. Okay. Also es ist schon geil, atmosphärisch hier alles. Oh, das ist auch alles auf rot. Ein Schlüssel des Betrachters. Okay, kommen wir hier. Huch, hallo. Gegnertyp, eine Spinne. Ne, da können wir auch nicht hoch. Die Spinnennetze können wir auch nicht klettern. Das ist kein Dämonengewächs. Okay, dann müssen wir wohl... Okay, das können wir aufmachen. Dann müssen wir wohl hier rein. Hier! Anscheinend kannst du hier noch nichts erreichen. Am besten halten wir uns erst einmal fern von hier. Okay, ich würde mal vermuten, dass das Ding da oben ähnlich funktioniert wie in diesem, bei, wenn wir das noch, Tiamat war das, glaube ich. Diese Dinger, die da von oben runterkamen. Ach komm schon, wie hießen die noch? Diese Greifer. Ja, Dinger. Die uns da angegriffen hatten. Die uns da gepackt haben und dann wieder gab's die ganze Zeit auf dem Weg zum Stygian hatten die gefunden. Die uns die ganze Zeit auffressen wollten. Was haben wir hier noch? Ich glaube, das. Und das ist hier wieder so ein Seil, an dem können wir dann rumklettern. Geht's so. So, und ich würde. Ah, oh, okay. I see. Doch, wir können da was erreichen, tatsächlich. Du dummer Betrachter. Du hast ja gar keine Ahnung. Der schnappt uns nämlich wahrscheinlich, wenn wir daher gehen. Allerdings können wir so das Ding ja aufladen. Aber die Zeit verlangsamt, jetzt können wir hier durch. Haha, und dann schnappt er jetzt gleich. Oder will uns schnappen. Er dreht sich um sogar. Ja. Hat sich umgedreht. Aber jetzt sind wir hier durch. Und Alter, das ist so verwirrend hier alles. Das ist so verwirrend. Warte mal, hä? Was ist das denn auf der Karte? Da ist eine blaue Spinne auf der Karte. Okay. Warum ist die Spinne blau? Blauer Engel wieder? Oder dieser Engel? Warum? Was ist hier falsch? Das habe ich immer noch nicht verstanden, was diese türkisen Engel zu bedeuten haben.
Okay, hier haben wir einen langen Überweg wieder. Und da kommen wir zum Schlüssel des zum Schloss des Betrachters. Oh. Das knarrt und die Musik. Alles klar, einen Weg zurück gibt es erstmal nicht mehr. Na schön, warte mal. Ich hatte mich an sowas erinnert. Noch ein Zornkernfragment. Von denen erfinden wir doch echt erstaunlich wenige. Von den Zornkernfragmenten. Ich meine, wir haben deutlich mehr Lebenskerne als Zornkerne. Was ja auch irgendwo in gewisser Weise vollkommen okay ist, weil Zorn erstmal brauchen wir auch nicht so wirklich häufig. So. Aus besser, bald bist du Level Maximum. Und das gefällt mir, das gefällt mir. So, warte mal, hier könnten wir noch eine, so eine Zorntruhe, die brauchen wir eigentlich überhaupt nicht gerade. Was haben wir hier noch? Das können wir gar nicht machen. Oh, du kleine Nachzüglerspinne hier, komm her. Wie können wir das denn jetzt kaputt machen hier? Also Schuppen oder so, keine Ahnung. Aber hier hinten ist auch noch was. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch was kaputt machen können. Von den Wänden hier. Ja, aber hier ist leider keine Truhe mehr. Oh, das wäre auch zu schade. Zu schön gewesen. Was haben wir hier jetzt? Oh, das sieht nach Rätsel aus hier. So. Komm, die kommen jetzt bestimmt hier hin. Nummer 1. Nummer 2. Das waren 4 Stück. Ah, da haben wir einen anderen beiden noch. Ich glaube nicht, dass die sterben, wenn die runterfallen. Ich glaube, die kommen dann wieder hoch. Immer irgendwann. Was sind die hier denn noch? Was bist du denn? Oh. Alter. So. Okay, da haben wir noch irgendwas für den Tremor-Handschuh. Ah, runterfallen sollten wir hier aber auch nicht. Das ist auch keine gute Idee, hier runterzufallen. So, kann ich das hier... Ah, ne, wollte ich... Oh, falsche Taste. Ich muss jetzt noch den Tremor-Handschuh wechseln. Aua. Ah, hier ist eine Kurbel. Eine Winde. Wunderbar, wunderbar. Das gefällt mir. Ich habe aber keine Ahnung, was sie macht. Probieren wir es aus. Wo passiert hier jetzt was? Eine Truhe. Wo ist jetzt was passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann wird uns wohl auffallen, dass irgendwas nicht passt. Oder wir mussten die Winde auf jeden Fall benutzen. Und dann ist ja alles cool. Huch. Wollte ich gar nicht, wollte das hier machen. Wollte einmal die Wände benutzen. Aua! So, einmal den Chaoswetter benutzt. Benutzt. Ich habe gerade null Plan, was wir jetzt zu tun haben. Gehen wir nochmal höher. Gehen wir nochmal immer höher. Vielleicht können wir uns hier einen Überblick verschaffen. Chrono. Warte mal, haben wir den mit der Truhe jetzt freigemacht? Den Chromaten? Chromanten? Ich sehe nichts hier, ich sehe nichts. Haben wir den gerade freigelegt oder hochgefahren oder runtergefahren, dass wir den jetzt nutzen können? Das wäre natürlich auch praktisch, aber ich weiß nicht. Ich weiß wofür. Ich habe es gerade gesehen. Oh je, okay. Also er ist, glaube ich, dafür da, dass wir jetzt gleich hier auf der Rippe laufen können, ohne dass die sich verstellt. So, ich glaube, wir können jetzt gleich von hier den Chromaten
anvisieren. Dann können wir da auf die Wippe springen. So, und dann verstellt die sich nicht. Ach shit, den da oben kriegen wir nicht. Kiste hier holen. Wir haben eine Karte bekommen. Enthüllt die komplette Karte des aktuellen Bereichs. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr cool. Das hilft uns natürlich auch schon mal. Aber da drüber war noch eine Truhe hier, eine Etage höher. Und ich glaube, dafür müssen wir was anderes anstellen. Ah, es war noch eine, ich wusste es. Ich glaube nämlich, um das hinzukriegen, müssen wir nämlich einfach mal das Ding hier krumm biegen. Die Wippe. Und dann die schiefe Wippe hochlaufen. Ohne dass sie sich wieder ausbalanciert, wenn wir auf der anderen Seite ankommen. Und dann kommen wir an die obere Kiste. Das erscheint mir clever. Ich weiß nur nicht, was passiert. Wenn wir uns jetzt... Natürlich müssen wir natürlich auch die Wippe treffen, sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Wir müssen die ganze Wippe treffen. Oh, ich dachte, oben wäre die Truhe. Ich hätte zwar keine Ahnung gehabt, wie wir da hinkommen sollen, aber naja. Naja. Ist ja egal. Ich sehe gerade, wir sind aber auch schon bei der Folgen, bei dem Folgenende angekommen. Hört die auf jetzt oder wippt die so lange? Nee, die hört auf. So, dann können wir jetzt nämlich hier hochlaufen, ne? So, und dann können wir hier rüber gleiten. Zack. Haha, und da kriegen wir bestimmt den Schlüssel des Betrachters. Nein, kriegen wir nicht. Was kriegen wir hier? Doch, kriegen wir Schlüssel des Betrachters. Die Truhe nicht blau geleuchtet hat. Was tun die sonst immer? Komisch. So, dann müssen wir jetzt wieder zurück zum Ausgang. Mal schauen, ob wir die Wippe hier benutzen können dafür. Ja, geht. Geht. Easy. So. Dann sind wir jetzt wieder draußen und hier würde ich jetzt die Folge beenden. Und dann schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, was wir mit dem Schlüssel des Betrachters erreichen und wie wir weiterkommen. Bis dahin. Ciao.